Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Risen 3 im Preview, wo wir jetzt erfolgreich uns quasi Zugang zum Turm der Magier erschummelt haben. Wir gucken jetzt hier aber vorher nochmal rum und gucken uns alles an und klauen hier und da ein bisschen, weil wir das können, wie die Raben, wie die Elstern. Wo sind wir denn hier? Hallo Zakir. Zakir mag Gold. Aha. Tobi hat Gold? Ja, klar. Ja, hier hast du 5 Goldmünzen. Zakir will mehr Gold. Homie, gehen und bringen mehr Gold. Verdien dir doch dein eigenes Gold. Nee, wenn Homies geben Gold, Zakir zufrieden. Du geben Zakir Gold und Zakir dir was erzählen. Ach, was denn? Trauen die Wächter euch Gnomen über den Weg? Wächter trauen nur Zaubermännern. Aber Augen von Wächtern sehen hinweg über Gnome. So sie nicht sehen, wenn wir machen Geschäfte. Verstehe. Gut zu wissen. Wie viele Gnome leben auf Taranis? 5. 5? Kriegt Zakir mehr Gold, wenn er dir sagt, höhere Zahl? Nein, Zakir kriegt gar nichts, weil er nicht rechnen kann. Also gib mir mein Gold zurück. Na gut. 4 Gold erhalten, was? Du hast mir nur 4 Goldmünzen wiedergegeben. Da fehlt noch eine. Aber 4 ist viel mehr als 5 und die Hälfte von... Vergiss es, behalt die Münze. Ach ja, die raffinierten Gnome. Hocker, Käse, lalala, wo sind wir denn hier? Ich frage mich gerade, das alles war auf der RPC schon spielbar. Das ist schon ziemlich krass, ehrlich gesagt. Ich glaube, das könnte noch ewig weitergehen. Hallo Roderich, ey, der Name kommt mir bekannt vor. Hier, Junge, brat dir mal ein Stück Fleisch. Du siehst ja ganz verhungert aus. Was würde ich dafür geben, auch mal wieder ein saftiges Stück Fleisch zu verdrücken? Also, womit kann ich dir helfen? Willst du deine Vorräte auffrischen? Oder vielleicht ein wenig Kräfte messen? Kräfte messen ist immer gut. Woher kenne ich den denn? Irgendwer hat uns von dem erzählt. Du versorgst also die Leute hier. Korrekt. Aber die hungrigen Mäuler zu stopfen ist nicht immer einfach. Die Arbeit in den Minen sorgt dafür, dass die Kerle immer hungrig sind. Zum Glück fressen die Gnome nicht so viel. Und wenn sie Hunger haben, reicht auch der Abfall. Die Gnome kriegen Abfall von dir zu essen? Klar, und ich fühle mich nicht schlecht dabei. Die scheren sich nicht wie die Herren Magier drum, ob die Wurst im Dreck lag. Hauptsache, sie ist fettig und gibt ordentlich Speck auf die Rippen. Außerdem muss ich mit dem, was Rumold uns zukommen lässt, haushalten. Wer ist denn Rumold? Und was, Armdrücken? Was? Wie funktioniert Armdrücken? Die Regeln sind einfach. Arm auf den Tisch und drücken. Kein Abstützen. Und versuch immer den Arm des Gegners einzudrehen. So kriegst du seine Hand auf den Tisch. Okay. Gegen wen kann ich beim Armdrücken antreten? Ich drücke immer kurz nach Feierabend. Ist eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Ansonsten lassen sich Hartwig und Downs hier ab und an blicken. Wenn du jemanden am Tisch trainieren siehst, quatsch ihn an und der wird nichts gegen eine Runde einzuwenden haben. Gut zu wissen. Wir können also auch noch Armdrücken gegen die Einwohner machen. Da freue ich mich ja drauf. Schön. Kannst du mir was beibringen? Wenn du das nötige Kleingeld dabei hast. Mut antrinken. Schmerztöter ist was Wundervolles. Ein Schluck von dem Fusel und du spürst gar nichts mehr. Zumindest für eine Zeit. Eine sehr lange Zeit. Verdoppelt die Wirkungsdauer von Schmerztöter. Trinker lernen. Da ist noch ein Fragezeichen. Das gibt's hier in der Version noch nicht. Wie gesagt, ist die Preview-Version. Die richtige kommt erst im August. Deswegen ist hier noch nicht alles drin. Schnapsbrenner lernen. Du kannst am Brennkessel alle Arten von Schnaps herstellen. Machen wir später. Taschendiebstahl 35 von 30. Was heißt das? Sind wir dem über? Oh, ein Einstein und 2 Proviant. Haben wir die einfach beklaut? Wollte ich gar nicht. Der war nett zu uns. Der hat uns ja Fleisch geschenkt. Da kann ich doch nicht einfach klauen. So, wo geht's denn hier oben hin? Hier steht ein Bier rum, das ist ganz gut. Artefaktorium. Von Kristallmagie verstehe ich nichts. Ich auch überhaupt nicht. Aber von Bier. So, Bier ist Proviant. Bier ist kein Alkohol. Das ist auch mal was Neues. Hier ist auch gerade niemand, ne? Sehr gut.
können wir alles später... Oh. Besser, du fasst hier nichts an. Nee, mach ich ja nicht. Ich guck nur mit den Händen. So, der folgt uns nicht mehr und hier geht's noch irgendwo... Wo geht's denn hier hin? Ich kann's auch nicht lassen, ne? Ich muss immer wieder alles erkunden. Und hier geht's offenbar an den nächsten Strand. Sollte hier nicht irgendwo ein Gnom sein? Ich weiß es gar nicht. Da steht eine Truhe und ich höre schon wieder Viecher. Oh nee, komm, wir lassen die Viecher da mal sitzen. Da sind Wildschweine, auch die lassen wir mal gerne stehen. Ach, das ist die Brücke mit den Kristallen. Was haben die da denn vor? Das sieht aus, als würden die da irgendwie was hin... Wollen die da einen Titanen hinlocken und damit Blitzen besiegen? Ist das der Grund? Es sah schon eindrucksvoll aus, das muss man sagen. Hey, Cox! Was ist? Gibt's ein Problem? Nö, nö, ich wollte nur mal fragen. Totenkopfhöhlen, Schattenwesen, verwüstete Landstriche. Das Übliche halt. Und wenn schon, mit der Macht, die uns die Magier geben, gibt es nichts, was uns gefährlich werden kann. Nicht einmal ein Titan könnte hier Fuß fassen. Dafür ist gesorgt. Wer die Magie bändigen kann, kennt keine Feinde mehr. Hochmut kommt vor dem Fall. Du scheinst dir deiner Sache ziemlich sicher zu sein. Und ob? Guck dir doch an, was die Magier hier auf Taranis schaffen. Ganz egal, ob die Götter die Welt verlassen haben, wir brauchen sie nicht mehr. Oh oh. Je mehr Kristalle unsere Minen abwerfen, umso größer wird unsere Macht. Oh oh, oh oh, Hochmut kommt vor dem Fall. Wie viele Kristalle hast du in deinem Besitz? Ich? Ach, das ist nicht der Rede wert. Eine Handvoll und das war's auch schon. Woanders wird das Zeug eben dringender gebraucht. Dann macht es dir ja sicher nichts aus, ein paar davon abzugeben. Hm, eigentlich nicht. Hier. Yeah, zwei Kristalle haben wir erhalten, das ist ja angenehm. Kannst du mir etwas über die Kristalle und die Minen erzählen? Ich weiß nicht, warum die Kristalle so mächtig sind. Aber ich weiß, dass sie unseren Feinden ein ordentliches Loch in den Pelz brennen. Genau darum ist die Förderung von diesen Dingern auch so verdammt wichtig. Aha. Ich bin nicht sicher, an wen der Typ mich erinnert. Entweder an den einen von CSI Miami, der mit der Sonnenbrille, oder an den Postal Dude. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was machst du noch, außer große Reden schwingen? Ha, bist beeindruckt, was? Nun, ich warte auf den nächsten Einsatzbefehl von Magnus. Solange er mir noch keinen neuen erteilt hat, bereite ich mich vor. Denn nur wer gut vorbereitet ist, wird es hier im Lager zu etwas bringen. Und das werde ich. Was hältst du von einer Runde Messer werfen? Einiges. Aber ich messe mich nicht mit jedem Hans Wurst. Sobald du die nötigen Goldmünzen mitbringst, lasse ich mich auf ein kleines Messerduell ein. Aber merk dir gleich, wenn ich nicht an der Scheibe trainiere, habe ich keine Zeit für solche Spielchen. Okay, Messer werfen machen wir später. So. Hier haben wir noch nur einen Apfel. Okay, ich dachte, da wäre eine Schriftrolle. Aber diese Unwetter da oben sehen immer so unschön aus. Da fehlt... Halt! Ja. Keinen Schritt weiter. Ja. Du willst doch wohl nicht einfach hier reinspazieren, was? Nein, nein. Und wenn es so wäre? Nix da. General Magnus möchte nicht, dass die Magier gestört werden. Also, ohne Erlaubnis des Generals lasse ich hier niemanden rein, klar? Verstehe. Wir haben doch seine Erlaubnis. General Magnus hat mir die Erlaubnis erteilt, mit den Magiern zu sprechen. Ach ja? Und das soll ich dir jetzt glauben, ja? Muss ich erst den General hierher holen? Nee, lass nur. Ich glaube es dir auch so. Also von mir aus, geh rein, wenn du willst. Das ging ja schnell. Bist du zu jedem hier so freundlich? Na, du bist ja nicht für die Sicherheit der Magier verantwortlich. Wenn irgendetwas schiefläuft oder fehlt, krieg ich einen auf den Sack. Und was für ein Hungerlohn. Ich sehe schon, du stehst total hinter der Sache. Komm mir ja nicht blöd. Klar. Ich dachte, als Wächter würde ich reich und bekannt werden. Könnte mich nach meinen Heldentaten in der Taverne feiern lassen.
Stattdessen stehe ich hier rum und ab und zu kommt irgendein Typ vorbei und will sich mit mir messen. Eine Runde Armdrücken machen wir später. Oh, wer ist das denn da vorne? Jafar? Das ist doch unser Jafar. Das ist doch unser Homie. Das ist doch unser... Boah, weißt du was? Jetzt bin ich gemein. Mit dem reden wir nicht in der Review-Version. So. Oh, das ist gemein. Da warte ich bis August. Das will ich mir nicht spoilern. Das will ich mir echt nicht spoilern. Da bin ich jetzt... Wir wohnen wohl die Bosse der Zauberdeppen. Große Klasse, lass uns von hier verschwinden. Ja, wir müssen aber hier rein. Nee, das mit Jafar, da will ich mich selber nicht spoilern. Da muss ich mich selber leider ein bisschen quälen. Möchte ich ja auch selber erfahren, aber das machen wir echt erst in der richtigen Version. Pokal. Wieso macht ein Geist denn überhaupt Fußschritte, sag mal? Ich achte jetzt mal auf Fußschritte, ob da jemand kommt, um uns zu ertappen, wie wir gerade klauen. Aber es ist immer der Geist, der so Fußschritte macht. Hey, Ilva! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Schicke Friese, Alter. Drahtiger Körperbau, markante Gesichtszüge. Interessant. Tut mir leid, kein Interesse. Wie? Nein, so war das nicht gemeint. Ich darf mich vorstellen. Ilva, Paranormalist und Feinmechaniker. Es liegt in der Natur der Sache, dass ich immer einen genauen Blick auf meine Umgebung werfe. Paranormalist? Bitte was? Was macht ein Paranormalist? Ah, ein wissbegieriger Eleve. Sehr schön. Nun, als Paranormalist sind meine Forschungsgebiete andere, für das menschliche Auge nicht sichtbare Welten. Durch die Kombination meiner Forschungsergebnisse mit meinen handwerklichen Fähigkeiten ist es mir gelungen, verschiedene Okulare herzustellen. Ein Blick durch eines meiner Okulare und deine Sichtweise maximiert sich um 500%. Ach. Ach was. Ach so. Was genau können deine Okulare sichtbar machen? Laienhaft gesprochen, gewähren sie, je nach eingesetztem Prisma, einen differenzierten Einblick in den Astralraum. Der Kniff an der Sache ist, den bestimmten Wellenbereich einzufangen, der das gewünschte Ergebnis liefern soll. Laienhaft gesprochen. Ah ja. Pardon. Durch den häufigen Disput mit meinen Brüdern hier fällt mir eine umgänglichere Redeweise manchmal schwer. Schon gut. Irgendwie wirkt der sympathisch. Disput? Ich dachte, ihr Magier haltet zusammen. Wenn du wüsstest. Nimm zum Beispiel diesen alten Tattergreis Nergal. Hockt den ganzen Tag in seinem Keller und kümmert sich nur um seine Pflanzen. Dabei sind die Kristalle der Grund, warum wir überhaupt hier auf Taranis sind. Aber die Pflanzenwelt ist doch auch nicht so unmächtig, oder? Kannst du mir so ein Okular verkaufen? Okulare nicht, aber dafür die nötigen Prismen. Jedoch nur, wenn du dich unserem Bund angeschlossen hast. Sprich dazu mit General Magnus. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Fokus! Die Welt der Toten und Geister ist dir näher, als es oft den Anschein hat. Steigert deine Astralsicht um +10 pro Stufe. Geist 10, haben wir das? Bring mir bei, wie ich Astralsichten besser fokussieren kann. Alles klar. Haben wir schon. Geist 40 haben wir nicht. Ciao. So, können wir jetzt... Was? Sag mal, jetzt mit der Astralsicht, ne? Ilva, siehst du auch diese beiden Hampel in der Tür? Was macht der denn? Was macht der mit seinem Kopf die ganze Zeit? Say what? Faruko. Aha, aha. Ein Neuankömmling hier auf Taranis. Grund für deinen Aufenthalt auf Taranis? Geht dich gar nichts an. Streng geheim, tut mir leid. Ah, ja. Ich möchte Magier werden. Wie nobel und doch so einfältig. Magie intuitiv zu wirken, ist nur wenigen vergönnt.
Nur unsere Wächter nutzen einen alternativen Weg. Wenn du wie sie die Magie beherrschen willst, erfülle die Aufgaben, die dir General Magnus auferlegt. Aber weiter im Prozedere. Ich werde deine Ankunft dokumentieren und archivieren. Jede Information kann wichtig sein. Na, wenn du das sagst. Ist das hier der Archivar oder wer ist das? Wozu braucht ihr die ganzen Informationen? In dieser Zeit muss es eine Institution geben, die das Wissen der Menschheit zusammenträgt. Verlieren wir das Wissen, verlieren wir auch die Chance auf eine Zukunft. Allein die Vorstellung, wie viel Wissen durch den Zwist mit der Inquisition verloren ging, erschüttert mich zutiefst. Der Zwist mit der Inquisition. Kannst du mir etwas über die Schatten erzählen? Lass mich mal überlegen. Ihre Art wandelt nicht das erste Mal über diese Welt. Irgendwas treibt sie an. Nur was es ist, das kann ich nicht sagen. Sicher ist, dass wenn sie nicht gestoppt werden, die Existenz der Menschheit auf dem Spiel steht. Aber dank unseres Reaktors sind wir gewappnet. Was ist denn der Reaktor, verdammt? Warum können wir die richtigen Fragen nicht stellen? Was ist denn der Reaktor? Wie wurden die Schatten damals besiegt? Dein Scharfsinn beeindruckt mich. Diese Frage ist in der Tat eine Überlegung wert. Ich schätze nicht, dass die Menschen damals etwas wie unseren Reaktor erschaffen konnten. Aber von deren Hokuspokus würde ich mir keine adäquaten Antworten versprechen. Ach so, die haben damals schon die Schatten besiegt, aber das ist natürlich nur Hokuspokus. Ihr habt die einzig richtige Variante, weil die ja auch schon so mega erprobt ist, natürlich. Kannst du mir Sachen beibringen? Wenn du mir den nötigen Obolus überlässt, dann sollte das kein Problem sein. Zauber kann ich dir natürlich keine beibringen. Zumindest nicht, solange du keiner von uns bist. Ach so. Ja, das ist ja toll. Hallo, Bisi. Na, du? Oh, du nix, Zaubermann. Bisi sofort erkannt. Es ist sehr dunkel. Respekt. Gut kombiniert, Kleiner. Jipp. Bisitaki Bücher und bringen an richtigen Ort. Nix immer richtig sortiert. Aber mit Zeit, ich werde besser. Ohne Halpo von Gno, großes Chaos. Aha. Behandeln dich die Magier gut? Wenn Bisi später bei Halpo, Zaubermänner Smilla. Verstehe, wenn du fleißig bist, dann sind die Magier zufrieden mit dir. Jipp, jipp. Darum viel arbeiten, wenig Blabla. Meister Lumbrock immer sagen, Reden ist Silber und Ohrfeigen sind Gold. Natürlich. Es heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Homi, sicher? Ganz sicher. Questerfolg Sprachunterricht, Ruhm plus 20. Lustig, wie viele Mini-Quests es hier so gibt, ne? Die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Sag mal, läuft er uns jetzt die ganze Zeit hinterher? Der Stromberg hier? Ne, der geht nach oben, sehr gut. Hallo Erasmus. Was? Oh, ein neues Gesicht, ja, nicht wahr? Ja. Oh nein, ein Magier. Dein Geist kommt mir irgendwie bekannt vor. Glaube ich nicht. Er ist nichts weiter als ein Untertan. Ich hoffe, deine Knochen verfaulen. Kannst du mir gleich zur Hand gehen, Soldat? Oder warte einen Moment. Was wollte ich sagen? Ich helfe gern. Helfen? Ja genau, das war's. Womit kann ich dir helfen, junger Mann? Mir ist nicht zu helfen. Rede ich mit dir? Bist du etwa ein junger Mann? Verdammte Fleischsäcke dieser Elenden. Du scheinst etwas verwirrt. Ja, das ist wahr. Ich bin gerade kurz vor dem Durchbruch meines kleinen Experimentes. Aber mir fehlt noch eine ganz wichtige Sache. Da schweife ich immer gerne ab. Was wolltest du gleich? Wo ist dein Experiment? Das Experiment ist nirgendwo. Nur in meinem Kopf. Es ist nämlich... Na, was? Keine Ahnung. Ein Gedankenexperiment. Aha. Ja. Ja? Ich versuche nämlich gerade, die Menge an Energie zu bestimmen, die unser Monolithennetzwerk für den Reaktor benötigt. Aha, und jetzt endlich können wir fragen. Reaktor? Was soll das sein? Oh, du willst den Reaktor sehen? Das ist ja großartig. Es ist nämlich mein Spezialgebiet, musst du wissen. Ach was. Folge mir. Ich zeige dir unsere Errungenschaft. Oh, cool.
Wir kriegen dieses Gebäude bildet mit dem auf der anderen Seite der Schlucht einen kreisförmigen Fokus. Wir nennen es Reaktor oder auch magischer Ring. Unterhalb der Brücke zwischen den beiden Gebäuden konzentrieren sich die magischen Energieströmungen. Wenn der Reaktor einmal läuft, stört es das Gleichgewicht der Elemente. Das mögen die Titanen überhaupt nicht und werden einen großen Bogen um Taranis machen, um dem Energiestrom zu entrinnen. Faszinierend. Nicht wahr? Und woher wisst ihr das? Monolithennetzwerk. Klingt kompliziert. Die Blitzmonolithen, die auf Taranis errichtet wurden, sammeln die magische Energie der Insel. Sie stehen in einer für den Energiefluss äußerst günstigen Konstellation. Alles, was wir noch tun müssen, ist, sie in die Kristalle unseres Reaktors umzuleiten. Ganz einfach. Verstehe. Aha. Beeindruckendes Bauwerk. In der Tat. Allerdings ist es uns bisher nur einmal kurz gelungen, den Reaktor zu starten. Wir merkten schnell, dass wir den Energiefluss nicht lange aufrechterhalten konnten. Wir brauchen einfach mehr magische Kraft, um den Reaktor dauerhaft betreiben zu können. Wir müssen das Monolithennetzwerk mit entsprechend großen Monolithensteinen verstatten. Und wie kriegt man das hin? Worauf wartet ihr dann noch? Die Monolithensteine sind noch nicht an ihrem Bestimmungsort. Ich warte schon seit einigen Tagen auf die Nachricht, dass die Steine an ihren Bestimmungsort gebracht wurden. Du meinst, die Steine müssen in die Blitzmonolithen eingesetzt werden? Oh, du hast aufgepasst. Ja, das ist richtig. Aber das könnten wir doch übernehmen. Wir haben doch schon einen davon gefunden. Wegen der Monolithen nochmal. Okay. Wie viele Monolithensteine werden benötigt? 3 Steine für 3 Blitzmonolithen. 2 von ihnen haben wir hier auf der Insel. Einen davon haben wir sogar schon gefunden. Einen Gnom namens Kasim. Das kleine Kerlchen müsste allerdings schon längst wieder da sein. Da fehlte gerade noch die Frage von unserem Charakter. Das liegt natürlich auch nur an der Beta-Version. Die wird bestimmt noch eingefügt. Außerdem denke ich, wir können da helfen, ne? Ich denke, ich kann dir bei den Blitzmonolithen helfen. Tatsächlich? Und wie? Ich bin gut, ja. Lass mich mal machen. Ich bin gut. Na schön. Aber das Problem ist, selbst wenn wir alle Steine haben... Was wäre dann? Die Monolithen sind sehr weit draußen und von wilden Tieren belagert. Rüste dich gut, wenn du dorthin gehst. Danke für den Hinweis. Das ist zufällig unser Spezialgebiet. Du hast einen Gnom mit einer so wichtigen Aufgabe betraut? Warum nicht? Sie arbeiten doch mit uns zusammen. Nochmal langsam. Du hast einem Gnom ein paar funkelnde Steine in die Hand gedrückt? Ja? Und jetzt erwartest du, dass er sie freiwillig wieder irgendwo abliefert? Ja, aber... Mann. Ich glaube, das überlässt du doch besser jemand anderem. Aber wie? Wie sollen wir Kasim denn wiederfinden? Ich glaube, den haben wir schon mal getroffen. Ich weiß, wo der Gnom Kasim ist. Ich habe mit ihm gesprochen. Wirklich? Wo ist er? Er läuft hier im Lager herum. Wirklich? Ich kann diese kleinen Kerle aber auch nicht auseinanderhalten. Aber Moment mal, wie? Er sollte doch die Steine in die... Ach ja. Kasim behauptet, er hätte die Steine nicht mehr. Dieser kleine, miese Lügner. Ach, was soll ich mich aufregen? Es ist eben nur ein Gnom. Und weil er ein Gnom ist, hat er seine Schätze irgendwo versteckt. Alles, was man tun müsste, ist, ihm zu erzählen, dass jemand seinen Schatz gefunden hat. Dann wirst du sehen, wie schnell er losläuft, um nachzuschauen, ob das auch stimmt. Er wird doch nicht einfach so zu seinem Schatz laufen. Da könnte ich ihm ja einfach folgen. Wenn du ihm folgst, darfst du dich halt nicht erwischen lassen. Ganz einfach. Wir werden sehen. Interessant. Lügen haben kurze Beine. Da bin ich mal gespannt. Das machen wir auch gleich noch. Wer ist der mächtigste von euch Magiern? Der ehrenwerte Magier Zacharias. Ah. Okay. Und wo ist er? Er befindet sich bei seinem Forschungsobjekt hinter dem Reaktor auf der anderen Seite der großen Schlucht im Nordosten. Wie bekommt man eine Audienz bei Zacharias? Er ist in seine Forschung vertieft. Sein größtes Interesse gilt dabei dem Reaktor.
Er braucht seine magische Energie für sein Forschungsprojekt. Solange der Reaktor nicht wieder läuft, fürchte ich, wird er niemanden empfangen. Verstehe. Spring doch mal hier runter. Ich bin sicher, das überlebst du. Klappe. Der blöde Geist. Okay. Wir müssen jetzt wieder zurück und wir müssen mit Kasim quatschen. Der Kasim hat also... Das hat's also mit dem Monolithen auf sich. Das wusste man vorher auch nicht. So, da laufe ich gerade nochmal hin. Das kriegen wir in der Folge ja noch hin. Pass auf. Wer ist das? Das ist nicht Kasim, ne? Das ist Ali Bengali. Aha, aha. Zakir, der Kasim war da unten. Da ist er. Hallo Kasim. Der Magier Erasmus braucht die Monolithensteine für seinen Reaktor. Kasim, nix Steine. Du lügst doch. Du hast sie doch bestimmt irgendwo versteckt. Gaga, Homie. Nix mache Versteck. Kasim, ehrliche Gnom. Okay, na dann. Na schön. Dann hole ich mir die Steine eben selbst. Hm? Wie das? Du nix wisse wo Steine. Glaubst du? Ich habe vorhin ein paar Gnome mit deinen Monolithensteinen spielen sehen. Oh nein, ich meine mich nicht interessieren. Na klar, möchte ich wetten. Omi, jetzt geh. Kasim hat zu tun. So, mal sehen, ob der Kleine angebissen hat. Ich muss ihm jetzt nur noch folgen, wenn er losgeht und dafür sorgen, dass er mich nicht erwischt. Hm, ist er das überhaupt? Die sehen aber auch wirklich alle gleich aus. Was soll das schleichen? So, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich bin in Risen nicht so gut im Schleichen übrigens. La 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 la. Hallo. Du kannst aufhören zu schleichen. Ich hab dich gesehen. Ja, ja, du schon, aber er nicht. Meine Maus hakelt gerade ein bisschen, da muss ich gucken. Wir schleichen hinterher. Wo geht der hin? Aha. Na, sieh mal einer an. Können wir den bei frischer Tat ertappen? Omi, nix folgen, Kasim. Kasim, jetzt gehen wieder nach Hause. Nix da. Das könnte dir so passen. Ich hab dich erwischt. Da ist also dein Versteck. Ah, Kaka. Du von mir aus plündere Truhe. Nur nix schlage, Kasim. Ich gehe auch schnell nach Hause. Hm, tu slow, wa? Ich dachte, du gehst schnell nach Hause. So, Fackel, Kugel und zwei Monolithensteine. Da fehlt aber noch ein dritter. Mein Freundchen. Nix mehr Blabla. Homie, lass mich in Ruhe. Okay, wir haben also zwei Monolithensteine. Einen Monolith haben wir schon gefunden. Warum sitzt er denn da jetzt so? Naja, keine Ahnung. Vielleicht sind die müde. Ich weiß es nicht genau. Er trainiert gerade. Da schmürgelt die Glatze vom Unwetter oben. Tja, und wie es aussieht, haben wir tatsächlich einiges zu tun. Wo geht denn der? Na nü, wo geht der denn hin? Na, das würde ich gerne mal erleben. Was passiert, wenn man da runter... Leertaste klettern? Pass mal auf, ich speichere gerade mal. Spielstand speichern. Aha, automatische Speicherung. Tralala. Klettern! Juhu! 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 Ach was! Wie cool ist das denn bitte? Wo sind wir denn hier?
Und ich habe fast das Gefühl, wir sind hier bestimmt nicht alleine, oder? Guck mal hier, eine Mine. So, 5 magische Kristalle haben wir erhalten. Ich frage mich, wo wir hier sind. Da geht's hoch. Keine Viecher hier. Da brennt ein Feuer, das heißt, irgendwer muss doch hier... Da lebt tatsächlich einer. Ach, da ist Lami. Den haben wir doch gesucht. Lami, nur Luki Luki. Lami, nix gibi zu Homie. Bitte was? Was willst du mir nicht geben? Meine Glitzersteine. Lami lange gearbeitet hat. Lami, Luki in Loch. Tiefes Loch. Dann fällt er runter. Nun Lami hier. Verstehe. Du bist also in den Brunnen gefallen. Soll ich dir hier raushelfen? Oh nein, Lami muss hier unten bleiben. Sonst wird Meister mich sehen. Nicht gut, gar nicht gut. Wer ist denn dein Meister? Lami besser für sich behalten, sonst geht Homie zum Meister und Lami kriegen Ärger. Ich glaube nicht, aber der Ausreißer, den haben wir wieder gefunden. Neue Quest, der vermisste Gnom. Wie lange bist du schon hier unten? Lami nicht wissen. Mulo Mulo Mondi. Viele Monate. Das ist lange. Jep, jep. Dafür bin ich nicht gut genug. Mist, schade. Ich denke mal, wir können seine Glitzersteine schon kriegen. Einmal Rost erhalten. Der ist aber gut ausgerüstet hier unten, ne? So, Truhe ist geöffnet. Das ging ja relativ flotto flotto. Ein bisschen Gold, ein bisschen Schrot, 2 Fackeln. Ich frage mich, wo der das hier unten her hat. Auch die Kerzen und so, der hat's ja schön gemacht. Ich frage mich, was der hier unten ist, außer Steine. So, dann wissen wir schon, was wir in der nächsten Folge zu tun haben. Wir müssen irgendwie versuchen, hier wieder rauszukommen. Ich bin sehr gespannt, wie sie das gestalten wird und ob wir irgendwem von Lami erzählen sollten und wo ist dann eigentlich unser verfluchter Geist. Der hat sich nicht getraut, in den Brunnen zu springen. Feige Sau. So, und wir müssen jetzt, glaube ich, nach da oben und dann gucken wir mal, wie das Kind wieder aus dem Brunnen kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, alter Kumpo.